Hallo alle zusammen, willkommen bei Anja und bei Venus Spirit. Heute zusammen mit meiner lieben Freundin und Seelenschwester Saskia Vogtländer. Hallo Saskia. Hallo, meine Liebe. Wir sind heute hier kurz und knackig, um die Teilnahme von der guten Saskia, von der wundervollen Saskia auf der von der Venus mit Liebe-Konferenz anzukündigen. Generell die Konferenz kurz ein bisschen nochmal vorzustellen. Du findest allerdings alle Informationen auch auf der Homepage. Ich werde sie natürlich hier verlinken in der YouTube-Beschreibung. Es ist eine internationale planetarische Aufstiegskonferenz, die im wunderschönen Süden Deutschlands vom 4. bis 7. Juli auf Schloss Hohenfels stattfindet, ein himmlischer Ort. Und der Obertitel, der das Ganze auch noch trägt, ist Lasst uns Himmel und Erde verschmelzen. Und das ist natürlich außerordentlich lichtvoll und kraftvoll gemeint. Und mit Himmel und Erde meine ich auch Himmel und Erde in uns selbst, also Körper und Geist, Seele und Spirit, was auch immer du willst, dass wir einfach noch mehr in uns selbst, in Alignment, also in die innere Ausrichtung kommen, zusammen mit uns selbst, innerhalb uns selbst, miteinander. Deswegen auch eine physische Konferenz, die über mehrere Tage geht. Und natürlich aber auch mit oben, oben innen, also mit Venus, mit Licht, mit unseren galaktischen Freunden und so weiter. Es geht um Verbindung, um Heilung, um Licht, um Integration. Spirit-Integration ist ein Stichwort. Meine Liebe, sag doch ein paar Worte über dich. Und was du auf dieser tollen Konferenz beiträgst. Sehr gerne, meine Liebe. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und wir haben ja schon einige Interviews zusammen gemacht über Venus Spirit Talk. Also wer da gerne noch mal reinschauen möchte und ein bisschen Feeling noch bekommen möchte, worüber ich so gerne erzähle und labere, der kann da gerne mal schauen. Auf der wundervollen Konferenz, die ja im Juli stattfindet. Der Tag wird noch bekannt gegeben, stimmt's, wann ich dann auch meinen Vortrag selber habe. Wahrscheinlich am Samstag, den 6. Okay. Also, da geht es, was jetzt das betrifft, was ich gerne ansprechen möchte. Es geht tatsächlich um die Spirit-Integration. Es geht darum, überhaupt, was ist Spirit? Ich möchte es kurz nochmal dort mit vorstellen. Spirit, Spirit-Arbeit, also Licht, Bewusstsein. Ich werde Themen wie Q mit anbringen, wie mein Wer, Weg. wie, was ist Q? Sag's kurz. Genau. Wer, wie, was ist Q? Q ist das Bewusstsein, was uns alle erschaffen hat. Manche nennen ihn Quelle, manche nennen ihn Gott. Ich mag das Wort Gott jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund stellen. Ich nenne ihn auch gerne Quelle, Bewusstsein. Das ist das, wo wir alle herkommen. Das ist das, was wir alle sind und das, was uns alle miteinander verbindet. Okay, lass mich kurz eingrätschen. Also das, was Gerne. du sagst, ist, Q ist ein verkörperter Mensch, der das göttliche Bewusstsein hier auf der Erde integriert, also der es ist sozusagen und der es über seinen Körper ähnlich wie Jesus. Ist das ähnlich? Ja, er war Jesus vor Genau. 2000 Jahren, er war Buddha, er war vieles. Er ist hier eigentlich in drei Körpern physisch da und letztendlich es ist eine Rettungsmission, die hier stattfindet. Wir sind am Ende des Aufstiegszyklus angekommen und es geht jetzt darum, dass die gerne raus wollen, auch raus können. Und es geht aber darum, dass wir, wenn wir raus wollen, nach innen gehen. Nach innen gehen und die Verbindung wiederfinden, die uns au also im Außen augenscheinlich gekappt wurde. Und da sind Dann wir mittendrin. Da sind perfekt. wir mittendrin, ne? Und das passt wunderbar auch zu deinem Thema, zu deinem ganzen Kongress, zu all dem, was du auch verkörperst auf diesem Kongress. Und deswegen finde ich sehr schön, dass ich auch mit dabei sein kann und zeigen kann, aufzeigen kann, was meine Arbeit ist, wo es mich seit Januar jetzt auch hingeführt hat, nämlich zu vielen Einzelbegegnungen mit anderen Menschen, die auf dem Weg sind, die diese Verbindung suchen, die den Weg nach innen gehen. Und ich zeige gerne mit auf, wie ich das mache und ja, wie wir uns Ja. mehr erinnern, wer wir sind.
unser Wissen nach vorn bringen, unser Bewusstsein nach vorn bringen, unsere Fähigkeiten mehr und mehr aktivieren und damit das Neue erschaffen von innen heraus. Und Ja, damit also ist ich weiß, Saskia, ich weiß, du bist jetzt wirklich seit Anfang des Jahres, oder ist das richtig losgegangen? Wir kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Saskia hat es schon erwähnt, also ich werde diese YouTube-Playlist auf jeden Fall hier mit integrieren für die, die Lust haben, uns beiden Hübschen noch ein bisschen länger anzuschauen und ältere Sachen anzuschauen. Die sind einfach auch in meinem YouTube-Kanal. Das fing, glaube ich, weiß nicht, vor 2 Jahren ungefähr an oder vor 2,5 Jahren sogar schon. Und da hast du noch hauptsächlich so Übersetzungen gemacht, auch auf anderen Kanälen. Du hast auch Q übersetzt und du warst sehr aktiv auch mit Kinderbüchern. Du hast gemalt, du kannst auch sehr schön malen und hast mit Andara-Kristallen zu tun. Also so habe ich dich ja kennengelernt und wir haben einfach einen tollen spirituellen Draht. Sind uns ja jetzt auch letztes Jahr das erste Mal überhaupt physisch begegnet und haben uns gleich zusammen halb totgelacht und sind einfach total, total toll zusammen, ne? Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil also die Konferenz ist natürlich schon etwas für alle, die sich einfach so in Resonanz fühlen. Und das ist auch für mich eine ganz große Freude, weil das ist ja keine, weißt du, es geht darum, wirklich dieses Licht zusammenzubringen. Und deswegen ist es mir auch, liegt es mir sehr am Herzen, dass ich die Menschen auch kenne und dass ich sie auch schätze. Und ich wollte sagen, du gibst ja jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr, machst du ja ganz viel mit diesen Einzelsitzungen. Das ist auf einmal explodiert. Du bist auf diesem Telegram-Kanal, den können wir auch verlinken. Kolumne 17 heißt der, oder? Und da finden auch Live-Gespräche statt, auf Deutsch und auf Englisch. Da kann man sich auch gratis einwählen und dabei sein und dir Fragen stellen. Und ich war da auch schon oft drin und ich habe nur gesehen, wow, du bist da super präsent und sehr klar und du hilfst den Menschen da in diesem Chat mit Antworten und wie aus der Pistole geschossen, hilfst ihnen direkt aus irgendwelchen blockierenden Mindsets oder aus irgendwelchen Problemen, die sie haben, die sie mit sich rumschleppen, sehr schnell auch Lösungen zu finden. Und dazu bietest du auch Einzelsitzungen an, bist jetzt im Moment ganz schön ausgebucht und ganz schön gefragt, ne? Weil das ganz schön läuft. Ja. Du Also, machst, die sind ja und kurz und knackig, 30 Minuten, ne? ich mache 30 Minuten, das reicht mir auch, um mit jemandem diese Spirit-Arbeit zu machen, um mir anzuschauen, wo sind Blockaden, wo sind Implantate, wo sind bestimmte Anhaftungen, was ist noch irgendwo in dir, was nicht zu dir gehört. Und wir lösen das, ich löse das zusammen. Und vor allem, aber wichtig ist, dass ich dem Spirit helfe, also in einer Art Verbindung, die sieht so aus. Ich verbinde mich so mit dem anderen Spirit. Und zum Beispiel mit deinem jetzt verbinde ich mich so. Und dann helfe ich ihm noch mehr in deinem Körper sich zu integrieren. Noch mehr wirklich in dir präsent zu sein. Und das wirst du spüren. Du wirst gleichzeitig mehr in dein Herzzentrum kommen. Du wirst neutraler, also unser Urzustand als Spirit ist immer neutral und friedlich. Und diesen Zustand, den zeige ich dir, wie man da hinkommt, wie man ihn auch hält und wie es sich anfühlt, dass du die Erfahrung überhaupt machst mit diesem Zustand, um ihn dann auch jederzeit wieder abrufen zu können. Und das ist sehr, sehr heilsam, indem ich meinen Spirit, mein Bewusstsein in mir immer mehr integriere, verstärke, nach vorn bringe, umso mehr löse ich mich von allem außerhalb von mir, was nicht zu mir gehört. Ich werde bewusster, ich werde mir auch bewusster, wenn bestimmte Attacken kommen von außen, die sind immer noch da. Das Dunkle versucht immer noch, uns zu manipulieren, zu beeinflussen. Die meisten Entführungen, die stattfinden, finden immer noch gedanklich statt, alle 10 Minuten, indem sie uns durch äußere Einflüsse Gedanken implementieren, die wiederum das kreieren, was die Aliens bevorzugen, aber eben nicht das, was wir bevorzugen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und nach innen kommen, uns wieder mit uns verbinden, im Hier und Jetzt verankert. Und dann können wir natürlich aus dem Hier und Jetzt heraus mit Bewusstsein eine ganz andere Entscheidung treffen, die zu unserem Vorteil ist, die aus meiner höchsten Inspiration herauskommt und nicht aus meinem Kopf heraus. Ne? Also auch dieses, ich verlangsame mich, damit ich beobachte, woher kommt meine nächste Entscheidung, die ich fälle? Aus dem Kopf oder aus dem Herzen? Und das mache ich eben vor allen Dingen in den Einzelbegegnungen jetzt und möchte das eben gerne in dem Rahmen dann diese Konferenz gerne mit allen zusammen mal machen, weil wir haben das einmal im Chat gemacht,
Ich habe unglaubliche Rückmeldungen bekommen, weil ich probiere es ja selber aus, inwieweit können wir das noch mehr miteinander machen, in welchem Ausmaße. Bisher war es immer nur über Internet. Ja. Jetzt mal physisch das mit einer ganzen, mit einer größeren Gruppe wäre natürlich genial, das einfach mal auszuprobieren. Und das möchte ich gerne dann auf dieser Konferenz wirklich mal tun. Mal Wow, das schauen, hat ja wie können wir sogar das zusammen? Premiere, oder? In dem Falle ja. Das Also, heißt, es kommt vorher noch was anderes zustande, weil wir sind jetzt heute am 5. März und die ja. Konferenz heute in 4 Monaten, ganz Ja. genau sozusagen, sind wir mittendrin. Ja. Und ich zeige euch jetzt mal, ich gebe mal eben den Bildschirm frei und zeige mal Saskias Seite, damit du dich genauer informieren kannst und dich auch online anmelden kannst zu diesem, um da dabei zu sein. Ja, wenn die Saskia redet, dann geht bei mir auch immer direkt der Kopf runter ins Herz und ich muss mich erstmal kurz wieder ordnen. Aber wir kriegen das hin. Es geht ja auch darum, das alles gut miteinander zu verbinden, ne? Also die Herz im Herz sein und trotzdem auch Technik, Ordnung, Organisation. Wenn ich Ja. nicht organisatorisch und meinen Kopf irgendwie nutzen könnte, würde ich das ja auch nicht auf die Reihe kriegen, was ich hier mache. Also, so, ich denke, man sieht es jetzt. Ja, genau. Lass uns Himmel und Erde verbinden. Das ist also die Startseite der von der Venus mit Liebe Konferenz. Internationale Planetarische Aufstiegskonferenz, 4. bis 7. Juli auf Schloss Hohenfels. Wie schon gesagt, hier gibt es ein paar Stichworte. Hier gibt es den Flyer. Da kannst du also auch sehen, wer noch alles Wundervolles dabei ist. Es gibt mit allen Sprechern Gespräche auf meinem YouTube-Kanal, in der Playlist der Venus von der Venus Liebe mit Liebe Konferenz. Mit Uwe ist schon ein Gespräch entstanden, mit Pratnya Pandit ist in Dubai schon eins entstanden, mit Rainer Feistle sowieso, mit Iris und Pippo Merlino, den Musikern auch. Also diese Gespräche kannst du schon auch noch sehen. Ich renne jetzt hier nur eben durch, damit du sehen kannst, wie diese Seite aufgebaut ist. Hier ist also schon auf der Startseite alles drauf, was du brauchst. Hier sind auch die ganzen Videos verlinkt. Und den Ausstellerbereich kannst du auch sehen. Also auch Saskia wird mit einem Tisch präsent sein und auf Terminvereinbarung auch vor Ort Einzelsitzungen direkt dort machen. Du wohnst ja auch auf dem Schloss in der Zeit, Saskia, die ganze Zeit. Deswegen kannst du also auch, es ist riesig dort, es wird Hochsommer sein, davon gehe ich mal aus, ja, dass wir wundervolles Wetter haben, lange Abende, helle Abende. Du kannst also auch die Einzelsitzung dann im Garten machen, in deinen Räumen oder irgendwo im Schloss. Also es ist ja riesig viel Platz, ja. Und jeder Sprecher hat seine eigene Sprecherseite. Also hier, wenn du hier aufs Bild klickst von der, oh, da fehlt ein I, sehe ich gerade, das muss ich korrigieren. Da steht nicht Saskia Voigtländer, sondern Saskia Voigtländer, wie man spricht. Und diese Seite haben wir neulich zusammen fertiggestellt. Da bekommst du ein Gefühl dafür, was Saskia gerade so wundervoll ausgeführt hat. Es gibt also einen Erfahrungsvortrag mit Saskia. Das ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist ein Miteinander, wo du die Menschen, die Gruppe anleitest, diesen Spirit zu integrieren, also sich selbst, ihre Seele, ihre Lichtkraft in sich zu integrieren. Ja. Ja, ihr macht zusammen eine Reise nach innen, steht hier. Und hier ist eben auch der Hinweis auf die Einzelsitzungen drauf. Ungefähr 1 Stunde. Das geht mit Saskia knackig und das ist komprimiert, weil wenn die Kraft da ist, präsent ist, dann ist sie da. Da muss man nicht 5 Stunden einen Workshop draus machen oder so. Ne? Das ist wirklich gebündelte Energie. Und hier steht es noch nicht ganz genau. Es wird wahrscheinlich Samstag, der 6. sein, aber das Programm ist gerade noch in Arbeit und wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Das ist es. So, und für alle die also auf der Konferenz dabei sein wollen, es gibt jetzt noch den Frühbucherpreis bis zum 20. März. Danach gehen die Preise höher. Es wird dann allerdings auch noch ein paar Möglichkeiten geben, also ein paar Sonderkonditionen und so weiter. Das veröffentliche ich allerdings erst nach dem 20. März. Bis dahin gibt es jetzt noch diesen Frühbucherpreis.
Und was noch ganz wichtig ist, die Frage kommt natürlich auf, kann ich auch nur zur Saskia gehen? Kann ich auch nur in den Vortrag gehen? Alles andere möchte ich gar nicht mitmachen. Ich will jetzt nur zu dir gehen. Und das ist tatsächlich so, im Moment ist es so, dass der Vortrag mit dir, Saskia, ein Teil des Konferenzprogramms ist. Also ihn einzeln zu buchen, ist im Moment noch, diese Tür hat sich noch nicht geöffnet. Was allerdings ich sicher sagen kann, ist, dass es möglich ist, es spontan zu entscheiden, falls ein Platz frei ist. Im Moment ist also die organisatorische Planung so, dass du ein Ticket kaufen kannst für die Teilnahme der gesamten von der Venus mit Liebe-Konferenz von Donnerstag bis Sonntag. Also das ist ein Gesamtevent mit mehreren Sprechern und mit mehreren Vorträgen und mit dem gesamten Zusammensein, idealerweise dort auch übernachten, dort die Verpflegung einnehmen, mit den Menschen zusammen sein in diesem Feld, weil je intensiver, desto nachhaltiger hat das auch eine Auswirkung auf den Rest deiner physischen Inkarnation, weil du kriegst ja alles fällt an seinen Platz. Also es ist ja eine Heilungs Veranstaltung insgesamt, kann man ja fast sagen. Und eine Erleuchtung, was auch immer du mitnimmst, das entscheidet jede Seele individuell. Von daher, falls es einen Platz frei gibt, du kannst also auch ein Tagesticket kaufen für den Schlossbesuch mit einer Verpflegungspauschale. Darin sind allerdings die Vorträge nicht enthalten. Wenn es allerdings an dem Tag ein Platz frei sein sollte im Saal, also auch räumlich, wenn ein Platz frei ist, dann kannst du dort die Teilnahme direkt vor Ort reservieren und dich auch teilnehmen. Das ist allerdings im Moment nicht vorher planbar. Ich lege dir eher ans Herz, da du jetzt noch 4 Monate Zeit hast, dir das zu überlegen, ob du an dem gesamten Event dabei sein willst, dass du lieber das Gesamte mitmachst und dann bei der Saskia einfach mit dabei bist, ja. Und Einzelsitzungen, das sollte ich noch dazu sagen, die kannst du unabhängig von der Konferenz buchen. Das ist davon unabhängig, weil die finden ja nicht im Konferenzsaal statt, die finden ja an anderen Orten statt, auf dem Gelände des Schlosses, ne? Sehr schön. Dann haben wir dazu alles gesagt. Alle Links in der YouTube-Beschreibung und ich hoffe, ich freue mich darauf, dich zu sehen, mein Schatz, und ich freue mich ganz viele von euch auch auf diesem Event dann im Juli hier im Süden Deutschlands zu sehen. Bis dahin! Bis dahin. Ich freue mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Vielen Dank.